Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder auf der norddeutschen Map Butschern. Wir sind am Deich, im Projekt am Deich und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt durch den Winter, wir sind im März und ich habe mir einige Gedanken gemacht, wie es hier in Zukunft weitergehen soll. Wir haben ja ein etwas größeres Grasfeld und wie ihr seht, ja, es muss gepflügt werden, es ist abgeerntet. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch 2, 3 Wachstumsstufen, bis wir hier ernten können. Also März, April, Mai, Juni, sowas um den Dreh rum. Dann können wir hier wieder in den nächsten Schnitt gehen. Und deswegen habe ich mir jetzt Folgendes gedacht. Wir werden hier ein bisschen was anderes machen. Ein Teil unseres Feldes werden wir, hier muss ich rein, ein Teil unseres Feldes werden wir etwas anders nutzen. Es ist ja groß genug und deswegen denke ich, können wir hier auch ein bisschen was tun. Und das soll heißen, ich habe mir angedacht, dass wir etwas ansäen und da müssen wir erstmal reinschauen, was denn möglich ist. Denn ich habe jetzt gesehen, dass Weizengerste ja erst im September geht, aber Hafer und was wir ja brauchen, auf jeden Fall für unsere Viehzucht, ist ja Stroh. Und ich bin der Meinung, Hafer bringt Stroh, Sorghumhirse meines Wissens nicht. Wenn dem nicht so ist, ja, dann haben wir Pech gehabt. Aber wenn wir Hafer jetzt ansäen würden im März, dann können wir es auf jeden Fall im Juli, denke ich, spätestens August ernten. Und dann sind wir wieder rechtzeitig dran, um in diesen Kreislauf zu kommen mit dem Weizen oder der Gerste. Das können wir dann nämlich nochmal im September ansehen. Denn im März gibt es diese Möglichkeit nicht. Also, das ist der Plan. Warum ist das der Plan? Weil ich habe beim Händler noch ein bisschen was stehen. Und deswegen springen wir hier in den Glas, der übrigens auch gewartet werden muss. Ich habe ja jede Menge Silage verkauft im Dezember. Da hatten wir ja gute Preise. Oder war es schon im Januar? Ich glaube sogar im Januar. Und das hat auch einiges gebracht. Ich habe auch einiges erstmal zurückgezahlt von unserem Kredit. So circa 50.000. Zusammen mit der Milch waren wir, glaube ich, irgendwo bei 60.000. Und ich gucke jetzt die ganze Zeit immer in unseren Gebrauchtwarenhändler, was es da gibt. Und da gab es jetzt etwas, ja, einen kleinen Grubber. Also den habe ich jetzt gekauft für knapp 4.500. Und deswegen werden wir jetzt anfangen, das Feld schon mal ein Stück weit zu grubbern. Ich weiß, wir müssten es eigentlich von der Bodenbearbeitung her pflügen. Aber das Gerät war halt einfach nicht da. Also werden wir es jetzt etwas grubbern. Vorbereiten, um dann in die Aussaat zu gehen. Und dazu würde ich mir, weil ja leider diesmal nichts dabei war, würde ich mir ein Saatgerät erstmal mieten, um überhaupt zu sehen, ob das Ganze lukrativ ist. Genauso dann auch am Ende werden wir uns einen Lohnunternehmer nehmen, der uns die Ernte einfährt. Und dann werden wir unterm Strich mal schauen, was bei rumkommt. Ich hoffe ja, dass wir mit den Früchten, die wir erwirtschaften, ein kleines Plus machen. Plus eben dann noch, ja, das Stroh. Genau, das Stroh. So, kann man das irgendwie einklappen? Nein, das Gerät hängt hinten dran. Das kann man nicht einklappen. Wo müssen wir denn reparieren? Ja, logisch, hier. Dann werden wir jetzt erstmal reparieren, denn ihr seht es, der Glas hat ein bisschen gelitten und zusammen natürlich mit diesem Gebrauchtgerät ebenso das Gleiche. Also dann schauen wir mal, was uns der Spaß kostet. Achso, ja klar. 3.200, ja, wir müssen jetzt ein bisschen wieder erstmal aufnehmen. Aber dann können wir auch gleich reinschauen in die Erträge. Also im letzten Monat haben wir... Nee, stimmt, das war im Januar. Also im Januar haben wir für 4.200 Milch verkauft und wir haben für 57.800 die Silage verkauft und wir haben unsere Zinsen etwas gesenkt. Wir sind jetzt bei 700 Euro. Jetzt wird es natürlich wieder etwas mehr, weil wir wieder etwas aufnehmen müssen. Aber wir haben auch die Mietkosten etwas gesenkt, denn wir haben ein Gerät wieder zurückgegeben, nämlich... Ja, komme ich später dazu, weil das ist nämlich die nächste Idee, der nächste Plan, wie wir hier weitermachen wollen. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Geld, um zu reparieren. Jo, Quatsch. Um zu reparieren. Ja, zack. Und 177, okay.
Ah, oh Mann, den haben wir für 4,5 gekauft und jetzt ist er nur noch 1600 wert. Naja, okay, dann mal los. Dann werden wir ein kleines bisschen Feld machen und in der Zwischenzeit erzähle ich euch, was denn der Plan ist. Denn mit den Durchfahrsilos bin ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so zufrieden. Es war dann doch ein bisschen gefrett, auf jeden Fall auch wegen dem Winter. Denn das Problem mit dem Förderband. Mit dem Förderband war ja, das habt ihr ja gesehen, dass er hier jede Menge Schnee aufgenommen hat und das war da jedes Mal wie immer wieder getan. Also es war ein bisschen, wie gesagt, ein Gefrett, das Ganze so einzustellen, dass wir die Bunker leer bekommen und deswegen bin ich auch stark am Überlegen, dass wir zum nächsten Schnitt, jetzt eben noch nicht, aber zum nächsten Schnitt werden wir uns ein Fermentersilo kaufen. Das gibt es ja verhältnismäßig günstig. Nicht unbedingt die Durchfahrtbunker verkaufen. Die würden um die 12.000 bringen pro Bunker. Also so 25 zusammen. Aber dann haben wir da dieses Loch und ich muss mir da noch Gedanken machen, wie wir dann mit diesen Durchfahrtbunkern umgehen. Aber ein Fermentersilo würde uns halt die Arbeit deutlich, deutlich erleichtern, um nämlich dann auch sowohl beim Abladen als auch dann letztendlich beim Überladen, um damit Geld zu machen. Denn wir werden mit Sicherheit hier unser Hauptaugenmerk eben auf Grassilage legen müssen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das hier am geschicktesten machen. Wir gucken nochmal und schon wieder falsch, aber wir können auch gerade nochmal reinschauen. Ihr habt ja gesehen, hier gibt es jetzt leider nichts Wichtiges oder Interessantes. Ja gut, die Schaufel hier, aber die ist mit Sicherheit nicht für den Frontlader, sondern mit Sicherheit für einen Radlader. Wie auch immer, nee, das ist eine Hochkippschaufel, natürlich dies für einen Radlader. Also hier ist nichts Interessantes dabei, ich hoffe, dass wir dann vielleicht im nächsten, na nee, wir müssen ja jetzt schon in die Aussaat eigentlich, wenn wir zügig, schon wieder falsch, lasst mich mal kurz hier nochmal reinschauen. Würden wir im April aussehen, dann würden wir höchstwahrscheinlich im August ernten. Das wäre natürlich auch eine Option, wir könnten jetzt erstmal grubbern und abwarten, ob wir vielleicht im April Glück haben und da vielleicht eine Saatmaschine bekommen. Aber eine Saatmaschine kaufen auch zum halben Preis ist deutlich teurer, als sie zu mieten. Und wir müssen wirklich mal gucken, ob sich das dann am Ende wirklich auch für uns rechnet und lohnt. Ja, aber neues Feld kaufen ist halt einfach auch zu teuer. Schauen wir mal. Ja, da sind wir bei 120. Das wäre natürlich interessant, 105. Ja, nochmal 108, also 100. Ja, die Felder sind alle verhältnismäßig groß. Hier haben wir ein Grasfeld für 82, das wäre eventuell noch interessant. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da technisch nochmal ins Invest gehen. Jetzt, wie gesagt, wir versuchen es hier erstmal auf klein. Und jetzt schaue ich nochmal, und ich kriege es einfach nicht hin. Und jetzt schauen wir nochmal, wie viel machen wir denn jetzt von dem Feld? Also das Feld, ah nee, das ist das ganze Grundstück, hat 2,7. Okay. Ja, ein bisschen muss es natürlich schon lohnen, aber wir können zwei Schnitte machen und Gras und haben wir genug im Bunker, also für die Tiere haben wir genug. Die sind übrigens auch alle im grünen Bereich, was Futter angeht. Ja, machen wir einfach hier so ein Stück, so ein Eck. Da wir ja sowieso kleinteilig hier arbeiten mit einem 3-Meter-Grubber, wäre das eh eine größere Geschichte oder eine längere. Ja, machen wir es doch hier einfach ab der Birke, würde ich sagen. Dann fangen wir hier an zu grubbern. Und der Rest ist dann halt eben, wie gesagt, weiterhin für den Grasschnitt. So, jetzt ziehen wir erstmal gerade mit dem Helfer, weil wir haben ja kein GPS. Der Helfer wird uns auf jeden Fall erstmal das Ganze gerade ziehen. Und genau, dann würde ich doch sagen, wir warten einfach mal auf den nächsten Monat, ob wir da Glück haben. Jetzt warten wir erstmal ab, wie weit er hier kommt und ob er in die richtige Spur fährt. Es sieht gut aus, was das angeht. Nee, das sieht nicht gut aus. So. Okay. Dann fahren wir einmal rundherum, machen das Vorgewende, damit wir einen Plan haben.
Sehr schön. Ja, ungefähr sehen wir ja, wo wir lang müssen. Und dann versuchen wir als uns halt jetzt doch auch mit der Feldarbeit ein bisschen über Wasser zu halten und zumindest, was das Thema Futter für unsere Kühe angeht, hier ein bisschen zu optimieren. Ja, das passt soweit. Ansonsten ist ja immer noch der Plan, dass die 5 Tiere, die wir ja in dem anderen Stall haben, die haben noch, glaube ich, für einen Monat Futter. Und dann werden wir uns einen Viehtransporter mieten. So, erstmal hier Vorsicht. Dann werden wir uns einen Viehtransporter mieten und die Tiere hier rüberbringen in den anderen Stall. So, damit wir dann auf jeden Fall dann noch mehr Tiere hier haben. Also im Moment haben wir hier nur 10 Tiere, die Milch geben. Die restlichen sind noch nicht so weit. So passt das. Ja, so passt das. Und da sind wir auch auf jedes Tier angewiesen. Natürlich könnten wir jetzt auf der anderen Seite auch sagen, okay, wir investieren in Kühe, um eben... So, Augenblick, da können wir noch ein bisschen mehr machen. Um natürlich dann auch mehr Milch zu produzieren. Die andere Alternative war ja natürlich das Thema Schafe, weil Gras haben wir ohne Probleme. Jede Menge. So, ich glaube, das passt wunderbar so. Dann schicken wir den jetzt erstmal los und gucken uns das Ganze nochmal an mit einer Saatmaschine. Für den Grubber brauchen wir halt auch 140 PS. Das ist halt eben das Thema, dass wir natürlich mit unserem kleinen Johnny hier nicht zurechtkommen. Ja, es wäre natürlich ein interessanter Traktor im Schlepper im Angebot gewesen. Aber nochmal 60.000 auszugeben, naja, müssen wir nochmal schauen. Im Zweifel müssen wir halt alles hier mit dem Glas machen. Aber das sollten wir ja hinbekommen. Jetzt erstmal schauen, dass er hier die Sache auch richtig macht. Ja, ich überlege, vielleicht machen wir dann doch noch lieber ein weiteres Vorgewende sonst. So, safe, Sicherheit zuerst, safety first. Machen wir lieber noch eins. Und dann schauen wir uns nochmal kurz im Shop an, was es für Saatmaschinen gibt. Denn das Thema ist natürlich auch ein bisschen kompliziert, wenn wir auf die PS-Zahlen und natürlich auch aufs Geld achten müssen. Ja, und der kämpft ja auch hier ein bisschen schon, auch wenn er mit 165 PS ausreichend motorisiert ist. So. Im Moment sieht das alles noch gut aus, ne? Da hinten, ah, da haben wir ein bisschen was stehen lassen. Naja, okay. Da müssen wir wohl dann nochmal nacharbeiten. Okay, passt soweit. Sehr schön, auch hier um die Kurve. Ach, da hat es auch wieder nicht geklappt. Ja, okay. Dann schauen wir uns das Ganze doch besser von außen an. Hervorragend. Jetzt können wir aber, denke ich, den Helfer losschicken. Das sollte jetzt soweit passen. Der müsste jetzt eigentlich in die Spur kommen von selber. Ja, stopp. Ja, dass er da vorne ein Problem hat und da wieder einen Streifen stehen lässt. Gut, mein Freund. Dann walte deines Amtes. Und zieh deine Kreise oder Bahnen. Und in der Zwischenzeit können wir ein kleines Thumbnail machen. Sehr schön. Zack. Der Klaas Arion bei der Feldarbeit zusammen mit einem Horsch Grubber. Sehr schön. Wunderbar.
Oh, jetzt ist er im rechten Licht. So, jetzt aber zum Thema Einkaufen, und zwar das Thema Saatmaschine, Saattechnik. Und wir werden hier auf jeden Fall was Kleineres uns besorgen müssen. Und wenn wir uns das mieten, ja, 125 PS ist fast das Kleinste. Das kriegen wir nicht mit dem John Deere gezogen, so wie es aussieht. Ja, und da brauchen wir was? 1700 Miete, das sind 33.000. Aber ich denke eigentlich, da hinten haben wir noch eine Kuhn, so viel ich gesehen habe. Die Pöttinger, da bin ich mir halt nicht ganz sicher, weil die kann anscheinend auch grubbern. Das heißt, da hätte man jetzt nicht vorher grubbern müssen. Aber ansonsten wäre, nee, Quatsch, diese Querneland, das wäre vielleicht noch was. 130 PS, 2000 Liter, da ist auf jeden Fall jede Menge Platz für Saatgut. Saatgut haben wir ja am Hof, soviel ich weiß. Hier haben wir 600 Liter nur. Ansonsten die Amazon, aber die braucht schon 165 PS. Ja, da ist überall, glaube ich, so eine kleine Kreiselecke dran, ne? Ja, das ist natürlich völlig uninteressant. Wo ist die Quere Land? Da war sie. Da brauchen wir nur 130 PS. 3 Meter 15 km/h. Auf jeden Fall wäre da genügend drin. Aber ich bin echt am Überlegen, was soll die denn kosten? Da brauchen wir auch nichts mehr machen. 1759 Miete, wobei Arbeitstag... pro Arbeitsstunde nochmal 724. Ja, ich hoffe, da kommen wir in einer Stunde durch. Ja, das wäre halt eine Option dann. Das wäre eine Option. 130 PS, das zieht er einfach nicht. Das wird unser John Deere nicht ziehen. Bin ich fest davon überzeugt. Und auch den Gruber nicht. Also das heißt, das müssen wir alles nach und nach machen. Und wenn ich das Ding jetzt miete, dann läuft, glaube ich, auch schon die Uhr, der Ticker. Also müssen wir da noch ein kleines bisschen warten. Okay. Okay. Jo, also er macht das jetzt hier ordentlich. Das passt soweit. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz bei den Tieren rein. Also die Sache ist, diese 5 Kühe hier, die sind, da haben wir noch ein bisschen Mischration drin. Das heißt, die können wir dann nächsten Monat abholen und rüberbringen. Und dann haben wir in unserem Stall 15 Tiere. Und dann sollte die Sache mal langsam anlaufen. So, die sind auch schon kurz vor der Reproduktion. Das heißt, dann kriegen wir ein paar rein. Ja, und die hier sind bald geschlechtsreif. Und auch hier geschlechtsreif. Also es wird noch ein paar Monate dauern, aber bis Ende des Jahres sollten wir eigentlich theoretisch 35 Kühe im Stall haben, die dann auch die meisten Milch liefern. Und dann geht es auf jeden Fall vorwärts. So, Gesamtkapazität an unserer Nahrung, das passt soweit. Und auch die Hühner vermehren sich, das ist auch wunderschön. Aber da müssen wir demnächst auch, glaube ich, ein bisschen was holen. Apropos holen, Hafer, fressen die Tiere auch Hafer? Müssen wir da mal schauen, Getreide. Ja, dann können wir natürlich unser eigenes Futter für die Tiere produzieren, als ein Stückel eben eigenes Feld hier vorzubereiten. Ich glaube, das ist gar nicht mal ganz so verkehrt. Okay. Tja, dann würde ich doch sagen, dann werden wir hier das Feld soweit noch vorbereiten und fertig machen und dann werden wir in die Aussaat gehen. Und zwar, wie gesagt, mit Hafer erstmal. Und dann schauen wir, ob wir, wenn wir das relativ zügig und bald ernten Mitte des Jahres, ob das A für unsere Hühner dann als Futter gereicht und B, ob wir genügend Stroh auch rausbekommen, dass wir dann auf jeden Fall hier auf der sicheren Seite sind. Ich hoffe ja, dass wir in der Zwischenzeit eventuell auch noch andere Geräte bekommen. Denn Unkrautbekämpfung müssten wir mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Und das andere Thema ist natürlich Düngen. Aber Dünger haben wir, da haben wir einen Düngerstreuer auf jeden Fall. So, Freunde, das soll es wieder gewesen sein für die Folge hier von der Butchern in unserem Projekt am Deich. Wir sind im neuen Jahr angekommen, im Frühling, beginnen jetzt mit der Feldarbeit. Und jetzt wird es wieder richtig spannend, ob wir mit dem bisschen Barmittel, die wir haben, tatsächlich über die Runde kommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.